Hat er, glaube ich, in Squad Strike auch gepickt. Gegen Fox. Und ich bin gespannt, ob wir hier im Finale vielleicht SDN mal mit einem anderen Charles Ike oder Wolf sehen. Weil einfach die Secondaries sahen auch gut aus, muss man sagen. Also die sahen mehr als gut aus. Auch gegen Weiße zum Beispiel. Das war ein schneller erster Stock hier gerade mit der Up-Air. Scorpion also jetzt hier ordentlich zurück. Aber ein Fox an der Edge ist auf jeden Fall eine gute Chance, für Scorpion zurückzukommen. Wir sind jetzt hier wieder in Kugels. Oh, sehr patient gewesen. Und direkt die erste Möglichkeit genutzt, um wieder Damage zu machen und die Combo zu starten. Down Tilt. Ja, okay. Oh, schöner Up Smash. Ungewohnt. Ungewohnt jetzt wieder zu sehen, dass Leute einen Charakter mehr als einen Stock spielen können. So, okay, also es ist auf jeden Fall closer geworden. Oh, der hätte easy treffen können auch gerade. Und das wäre fast schon wieder ein Ausgleich gewesen. Aber Fox, natürlich ein sehr guter Damage-Dealer. Ist schon auf 41%, aber ja, Side B, nee, Up B, ja, sehr gut patient. Side B hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Ja, doch, ich kann schon sehen, warum Scorpion hier Palu gepickt hat. Okay. Ja, das ist jetzt langsam Endgame. Zumindest für Scorpion. Man muss hier noch einiges an Damage machen gerade. Oder eben Fox Offstage bekommen. Aber das macht man am besten, wenn man... Ja, das ist natürlich schade. Da hat die B nicht gezündet. Und direkt genutzt von Justin. Up Smash und... Es geht in die nächste Runde. Das Ganze ist Best of 3 hier in Pools. Und ja, was ist das? Zieht 2 gegen 3? Ich guck mal kurz. Schauen wir doch gleich mal vorbei hier. Und posten währenddessen noch. Und diesmal sehen wir Pit. Okay, sehr oppressive gerade. Und Justin sehr aggressiv. Chance, einfach mal ins Stockbeat zu gehen. Weil jetzt im Moment sieht es schon so aus, als ob Scorpion hier
noch gewinnen könnte. Oder generell gewinnen könnte. Okay. Schöne Down Smash, aber schwach. Ich weiß nicht, dass der von Hit so schwach ist. Und okay. Schau mal. Direkt Stock Lead für Scorpion. Schauen, ob er jetzt hier auch lang genug durchhalten kann. Okay. Direkt Up Smash. So. Kombo-Starter. Gemisst, aber es geht weiter. Okay. Aus Disadvantage hier gerade ein Kombo-Starter von Justin. Nicht viel Damage gemacht, aber. Okay. Nicht offstage gebracht. Interessant. Ah, ich bin extra Damage, I guess. Oh, die Side-B. Oh, fast hat's gekillt. Mich würde interessieren, falls Justin das hier verliert, ob er einen anderen Char picken würde. Weil jetzt gerade ist es schon ziemlich knapp. Natürlich könnte ein Up-Smash immer regeln hier gerade für ihn, aber das sieht tatsächlich ziemlich durbel aus. Oh! Okay! Der Gimp einfach mit Fox. Also bei Fox sieht man sehr selten, dass er mal offstage geht und irgendwie hittet. Wenn dann näher, aber. Ist mit Risiken verbunden auf jeden Fall. Okay, das Fox tatsächlich durchgekommen, aber nicht durch diese Side B. Und damit ist es wieder ziemlich ausgeglichen hier. Steht 1-0 für Justin. Ja. Okay, jetzt gerade guter Druck. 48% schon. Kombo ist noch nicht zu Ende. Okay. Ja, die Chance muss Scorpion jetzt gerade nutzen. Aber irgendwie bekommt er nichts aus dem Meer. Ja, das so langsam auf den Killprozenten. Okay, wieder. Viel Neutral Getup. Oh, und der Upsmash. Ja. Das war's dann auch schon. Das ist das 2-0 hier für